In Mekka waren sie die Ersten. Sie haben diese Botschaft gehört und haben die Botschaft angenommen. Und in Medina waren sie auch die Ersten. Sie haben davon gehört und sie haben sofort gesagt, wir sind mit dabei und wir helfen euch und wir stehen an eurer Seite. Sie waren quasi Trendsetter. Sei ein Sabiq, ein Vorreiter. Warte nicht, bis es leicht wird. Und damit ist nicht gemeint, du solltest Hauptsache irgendwas anders machen. Haare grün färben, heiraten. Irgendwie will das jeder und es ist trotzdem so unglaublich schwer, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, wir haben doch statistisch gesehen ungefähr 50% Männer und 50% Frauen. Wo ist denn hier das Problem? Ja, das Problem fängt dann an. Allah sagte relativ zu Beginn von Surat al-Waqi'a, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. Und die Vorausgeeilten, ja, die Vorausgeeilten, das sind diejenigen, die Allah nahegestellt sein werden. In den Gärten der Wonne eine Menge von den Früheren und weniger von den Späteren. Zu Beginn von Surat al-Waqi'a beschreibt Allah drei Abteilungen am Tag der Auferstehung. Drei verschiedene Gruppen, könnte man sagen. Klassischerweise kennen wir zwei. Gläubige, Ungläubige, die Leute des Paradieses und die Leute von Jahannam, die Leute der rechten Seite und die Leute der linken Seite, das kennen wir. Das gibt es hier auch zu Beginn von dieser Sura. Es gibt auch die Leute der rechten Seite und die Leute der linken Seite. Aber es gibt hier noch eine Spezialabteilung, könnte man sagen. Die Vorausgeeilten, die sind ganz vorne mit dabei. Und Allah bezeichnet sie als As-Sabiqun. Das sind die Vorausgeeilten. Eine VIP-Abteilung, könnte man sagen. Die sind nicht einfach nur im Paradies, das ist ja schon gut, sondern sie werden besonders ausgezeichnet. Diejenigen, die Allah nahegebracht werden im Paradies. Wer möchte nicht dazugehören? Aber wer sind diese? Es steht ja erstmal nur da, As-Sabiqun, As-Sabiqun, die Vorausgeeilten. Ja, die Vorausgeeilten. So wird es übersetzt. Aber das wirft schon eine interessante Frage auf. Warum steht es hier zweimal? Was-Sabiquna Sabiqun. Und die Vorausgeeilten, ja, die Vorausgeeilten. Einige übersetzen es so, wie eine besondere Betonung, und das kann man auch so machen. Die Vorausgeeilten, ja, die Vorausgeeilten. Aber wenn man es ganz streng sprachlich betrachtet, dann würde dieser Satz eigentlich bedeuten, die Vorausgeeilten sind die Vorausgeeilten. Was-Sabiquna Sabiqun. Die Sabiqun, wer sind das? Das sind die Sabiqun. Die Vorausgeeilten, wer ist das? Was ist mit denen? Das sind die Vorausgeeilten. Normalerweise erwartet man ja im zweiten Teil eine Information darüber. Was-Sabiqun, wer sind diese Sabiqun, die Vorausgeeilten? Das sind diejenigen, die die ganze Nacht beten, die fasten, spenden. Eine Beschreibung von den Sabiqun. Aber Allah beschreibt die Sabiqun, die Vorausgeeilten, als Sabiqun, als Vorausgeeilte. Das ist irgendwie seltsam. Die Sabiqun sind die Sabiqun. Das ist, als wenn ich sagen würde, der Lehrer ist der Lehrer. Ich erwarte eine Beschreibung. Der Lehrer ist derjenige, der groß ist, mit braunen Haaren, der Elektrotechnik oder Mathe unterrichtet. Der Imam ist der Imam. Was ist mit diesem Imam? Was willst du mir über ihn sagen? Was Sabiqun, As-Sabiqun? Die Sabiqun sind Sabiqun? Ibn Ashur hat was Interessantes darüber gesagt. Er sagte, mit Sabiqun sind hier zwei verschiedene gemeint. Es gibt einmal die Sabiqun am Tag der Auferstehung, diejenigen, die Allah nahegebracht werden. Und wer sind diese Sabiqun am Tag der Auferstehung? Das sind diejenigen, die Sabiqun in dieser Welt waren. Was Sabiqun, as Sabiqun. Am Tag der Auferstehung, die Sabiqun, die Vorausgeeilten, das sind diejenigen, die in dieser Welt hier Sabiqun, Vorausgeeilte waren. As-Sabiqun, As-Sabiqun. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wer sind diese?
Wodurch zeichnen sie sich aus? Damals, als die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Vers gehört haben und das, was danach kommt, ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ, eine Menge von den Früheren und wenige von den Späteren. Da haben sie schon gedacht, okay, früher bei den früheren Propheten, da gab es viele davon. Und jetzt gibt es nur noch ein paar. Und wir denken vielleicht, okay, in der heutigen Zeit gibt es gar keine mehr. Ganz, ganz früher gab es viele. In der Zeit vom Propheten, da gab es nur noch wenige. Und wer soll heute noch überbleiben? Aber wer sind diese Sabiqun, dass man vielleicht nochmal Hoffnung bekommt, dazu zu gehören? Wer sind diese Sabiqun? Allah beantwortet die Frage selbst in einer anderen Sura, in Sura At-Tawbah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Die Sabiqun, das sind die Ersten unter den Auswanderern und den Helfern in Medina. Das sind die Sabiqun. Das ist das, was sie auszeichnet. Allah spricht hier über Mekka und Medina. Sabiqun in Mekka und Sabiqun in Medina. Es gab in beiden Städten Sabiqun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte in Mekka 13 Jahre diese Botschaft gepredigt. Aber am Ende sind nur ungefähr 100 Mann nach Medina ausgewandert. Und als sie nach Medina gekommen sind, da gab es auch welche, die sie aufgenommen haben, die ersten quasi unter den Helfern. Und unter beiden, in Mekka und Medina, gab es welche, die sofort mit dabei waren, die relativ früh schon diese Botschaft akzeptiert haben. Die Sabiqun unter den Auswanderern und unter den Helfern. Die Ersten quasi. Das sind die Sabiqun. Wenn man es mal salopp formulieren will, die Sabiqun, das, was sie ausgezeichnet hat, sie waren quasi Trendsetter. Sie sind gegen den Strom geschwommen. In Mekka waren sie die Ersten. Sie haben diese Botschaft gehört und haben die Botschaft angenommen. Und in Medina waren sie auch die Ersten. Sie haben davon gehört und sie haben sofort gesagt, wir sind mit dabei und wir helfen euch und wir stehen an eurer Seite. Das sind die Sabiqun. Sabiqun waren sofort mit dabei zu einer Zeit, wo es noch nicht populär war. Das hat sie ausgezeichnet. Wir Menschen, wir neigen dazu, in den meisten Dingen einfach nur das zu tun, was alle tun. Warum tragen wir diese Kleidung? Warum nicht irgendwelche schönen, bunten Gewänder? Wie ich das manchmal in Afrika gesehen habe. Sieht auch schön aus. Ich finde es auch schön, aber warum trage ich sowas hier? Es ist das, was die Leute hier machen. Sie kleiden sich so, das ist die Kultur. Warum spreche ich diese Sprache? Warum möchte ich nicht einfach eine andere sprechen? Das ist gelernt von meinen Eltern. Welche Hobbys finden wir hier häufig? Fußball, Basketball ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber warum nicht Eisbaden? Warum macht keiner hier Eisbaden? Oder Modellbau findet man selten. Bungee-Jumping. Aber warum ist das so? Weil es keiner macht. Alle spielen hier Fußball, ja, und da macht man mit. Das ist einfach normal. Aber woanders ist es vielleicht anders. In Russland gibt es Gegenden, wo Eisbaden ganz populär ist. Im Winter, bei minus 5 Grad, da machen die so ein Loch in einen See und die springen rein. Aber warum machen die das so? Warum macht das hier keiner? Das machen da auch alle, oder zumindest viele. Es ist normal. Welche Autos kaufen wir? Das, was bekannt ist unter den Leuten. Bevor man etwas kauft heute, schaut man bei Amazon Reviews, die Kundenbewertungen. Was heißt das? Ich schaue mir das an, was andere darüber gesagt haben. So geht man heute vor. Manchmal wollen wir das auch machen bei Situationen, wo sich das überhaupt nicht anbietet. In Fällen, wo man sagen würde, okay, such deinen eigenen Weg. Die Leute fragen mich manchmal nach Berufstipps. Ich kenne dich überhaupt gar nicht. Was soll ich dir für einen Tipp geben? Mach was aus deinem Talent, das, was dir liegt, was du magst. Einige sagen dann so, werd Arzt oder werd Ingenieur. Aber warum sagt man das? Weil alle das machen. Mach das, was alle machen. So gehen die Menschen vor. Stell dir mal vor, irgendjemand sagt heute, er möchte eine Doktorarbeit über altrömische Töpferkunst schreiben. Wie haben die Römer vor 2000 Jahren Töpfe hergestellt aus Ton? Ich möchte darüber eine Doktorarbeit schreiben. Dann werden die Leute sagen, hä? Wie? Da findet man keinen Job mit und das kann vielleicht auch richtig sein, aber das ist nicht der Grund für diese Reaktion. Die Begründung kommt immer später.
Der Grund ist, es macht keiner. Wenn alle das machen würden, wenn das so populär wäre, dann würde keiner mehr danach fragen, ob man damit einen Job findet oder nicht. Dann, ach ja, okay, machen ja sowieso alle. Aber altrömische Töpferkunst, hä? Das ist schräg. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Werde Unterstützer der DIN Academy. Mich hat mal eine Schwester an einer Haltestelle angesprochen, die Ingenieurin in Luft- und Raumfahrttechnik ist. Und die arbeitet jetzt in der Satellitenkommunikation. Wenn sie gefragt hätte, was soll ich für einen Job machen? Dann hätte sie sowas gehört wie Grundschullehrerin, Kindergarten, Erzieherin. Das, von dem wir glauben, das passt halt zu einer Schwester, weil wir irgendwie das Gefühl haben, das machen alle. Aber das war etwas, was vielleicht ihr überhaupt nicht lag. Sie hat einen ganz eigenen Weg genommen. Das ist ungewöhnlich heutzutage. Und die Leute fragen, hä? Luft- und Raumfahrttechnik? Du arbeitest in der Satellitenkommunikation? Serbikun sind Leute, die das machen, was keiner machte. Das zeichnet Serbikun aus. Und die gab es in Mekka und die gab es in Medina. Die Leute sind mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgegangen, als es noch nicht populär war. Danach gab es Leute, die sind ihnen gefolgt. Das ist gut. Ist auch gut. Ist keine Kritik an ihnen. Aber Serbikun sind was anderes. Auch mit denen, die ihnen gefolgt sind, ist Allah zufrieden. Aber die Serbikun waren ausgezeichnet. Später, wenn es ein Trend ist, dann ist es leicht. Einem Trend zu folgen, das ist sehr, sehr leicht. Alle machen das ja. Allah ist mit allen zufrieden, die dieser Botschaft folgen. Aber die Serbikun, sie waren ausgezeichnet dadurch, dass sie Trendsetter waren. Die Ersten, die waren dabei, als es noch kein Trend war. Als alle noch gesagt haben, was hast du vor, ernsthaft? Keiner macht das. Seit 1000 Jahren machen wir das hier so. Schau doch mal das, was alle machen. Das sind die Serbikun, sie halten diesem Druck stand. Jetzt ist der Koran ja nicht ein Buch der alten Geschichten, sondern wir sollen daraus Lektionen mitnehmen für die heutige Zeit und das Ganze ernst nehmen. Und die Lektion ist, sei ein Sabiq, ein Vorreiter. Warte nicht, bis es leicht wird. Und damit ist nicht gemeint, du solltest Hauptsache irgendwas anders machen. Haare grün färben. Oh, wow, ich bin einer von den Sabiqun. Oder ich fange jetzt Streit mit meinen Eltern an, weil ich gerade richtig gelernt habe, wie man betet. Und jetzt muss ich ihnen das auch beibringen. Lass mal. Ganz oft steckt bei dem jugendlichen Eifer dann mehr Schaden als alles andere drin. Nein, das ist damit nicht gemeint, dass man hauptsächlich etwas anders machen möchte, sondern dass man im Guten ein Vorreiter ist, auch wenn das vielleicht von der Gesellschaft kritisch angesehen wird. Zwei Dinge kamen mir spontan in den Sinn. Heutzutage ist es beispielsweise immer noch komisch angesehen, wenn man Muslim wird. Vor 30 Jahren war das noch komischer. Aber heute immer noch so, hä? Das ist schwierig. Aber lass dich davon nicht ermutigen und nicht abhalten. Nimm diese Religion an und du bist vielleicht auch einer von den Serbikun. Das ist eine Gelegenheit in der heutigen Zeit. Und als zweites kam mir in den Sinn, was wahrscheinlich das Hauptthema unter den Jugendlichen heute ist. Jugendlich oder vielleicht den jungen Erwachsenen zwischen 20 und 30 Jahren heiraten. Irgendwie will das jeder und es ist trotzdem so unglaublich schwer, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, wir haben doch statistisch gesehen ungefähr 50% Männer und 50% Frauen. Wo ist denn hier das Problem? Ja, das Problem fängt dann an, wenn es eine Kurdin sein muss oder es darf überhaupt keine Kurdin sein. Oder vielleicht auch nicht Kurdin, sondern Türkin oder Albanerin oder Albaner oder Türke oder Somali oder was auch immer. Aber wenn du mit irgendjemandem nach Hause kommst und stellst dir deinen Eltern vor, der noch eine ganz andere Hautfarbe hat. Manchmal reicht es ja schon, wenn das ein anderes Dorf oder ein anderer Stamm ist. Wow. Uff. Und selbst wenn die Eltern damit einverstanden wären, die vielleicht überhaupt gar kein Problem damit haben, aber es ist schwer für sie, weil die ganze Familie zu denen kommt und sagt, was habt ihr gemacht? Was stimmt denn nicht mit euch? Wir machen das seit 1000 Jahren so. Diese Sache, die man seit 1000 Jahren so macht, die macht es heutzutage so unendlich schwer. In einer Zeit, wo das Verbotene so unendlich leicht ist, wird das Erlaubte so unendlich schwer gemacht. In 5 Generationen weiß kein Mensch mehr, aus welchem Dorf du kommst.
Vielleicht bin ich selber ein Nachfahre von chinesischen Einwanderern, die vor 50 Generationen nach Europa kamen. Ja, kann sein. Aber heute interessiert das niemanden. Heute interessiert das keinen mehr. Aber die Eltern möchten dann keine Säbikun sein. Wir machen das seit 1000 Jahren so. Wir möchten nicht die Ersten sein, die sich das anhören dürfen von allen. Was macht ihr da? Das geht doch nicht. Was werden die Leute sagen? Säbikun werden immer schräg angeschaut. Das gehört dazu. Aber das macht auch, das macht diese Belohnung aus. In 5 Generationen ist das leicht. Das, was wir heute beobachten beim Thema Heiraten, das wird sich in 5 Generationen von alleine erledigt haben. In 5 Generationen fragt keiner mehr nach dem Dorf und diesen Dingen. Aber wer sind die Leute, die damit anfangen? In 5 Generationen ist es ein Trend geworden. Dann machen das sowieso alle. Aber es gibt Leute, die heute damit anfangen. Das sind Säbikun. Sie beginnen einen Trend im Guten. Zu einer Zeit, wo es extrem unpopulär ist. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum.